Und damit, meine Freundin, recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2. Oh yeah. Direkt mit dem Schlusserli hinter der Hütte machen wir hier weiter, denn wir sind hier in der Nähe des Rathauses jetzt. Nach einem giftigen... Das Rathaus. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Auf jeden Fall. Im letzten Part haben wir nämlich durch giftige Gefilde gemusst und ja, ohne Waffen und so, weil sonst wären wir gestorben, kann man so sagen. Und ja. Bin schon gespannt. Oh, eine Axt. Ganz geil. Sehr gut. So gefällt mir das. Aber ich hoffe, wir kommen hier auch runter, auch wenn wir nicht mehr alles zurück müssen, weil sonst, ja. Hä? Wird's uncool. Oh, ne. Wer ist es? Ja, genau. Hölle ist das? Kapitel 5 auf der Lauer. Oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Kann man so sagen. Warum wurde es so laut? Ja, denn jetzt, ich habe mich schon gewundert, wann der nächste Zwischenboss kommt. Und ja, warte nur, du Arschloch. Foto von Sebastian Castellanos. Der Kerl, der Lilly entführt hat, muss... Das muss er vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Okay. Rathaus von Union. Oh, nee. Nee, nicht du schon wieder. Ist klar. Scheiße. Ja, scheiße. Diesmal können wir uns nicht mehr verstecken. Diesmal gibt's aufs Fressbrett. Auf Abstand halten und dann bumm. Ja, ja. Nein. Willst du noch mehr? Oh. Yes. Nein. Nein. Bitte nicht. Mit dir fange ich gleich so an. Jetzt drücke ich mir eine Spritze rein. Es hieß, man käme kaum dazu, aber ich komme zu allem. Ich komme zu allem. Selbst zum Erschießen dieses Viehs. Ja. Ich muss, glaube ich, einfach deine Köpfe treffen, ne? Bleib liegen.
auf in den Kampf. Das war noch ein leichter Bossfight. Man hätte sich auf dem ganzen Areal verstecken können und so, aber... naja, ich weniger. Aber die 5000 Hirnschleim-Gelee nehme ich ganz gerne mit. War ja easy as fuck, Muss ich auch einfach mal zu sagen. Ja klar, mir ist auf einfach, aber ich hätte mir jetzt da schon mehr erhofft. Was hätte das gebracht, wenn du dich hier versteckt hättest, Castellanos? Könntest du das Ding nicht einfach abmontieren? Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Also bitte. Das ist ein bisschen komisch, aber ey, mich soll es nicht stören. Behalte die Sprengladung. Ich hätte jetzt nur keinen Bock, auf die zu treten oder so. Danke. Ja, ey, du weißt schon, dass du nicht mehr verfolgt wirst, ne? Ach so, man könnte... Nee, hierdurch kann man nicht. Schade, schade. Gehen wir mal hier hin. Da hat's nix. Sehr schön. Da hat's wenigstens noch was. Aber wir haben nur noch 10 Waffenteile. Das ist nicht gerade viel. So, komm. Und wo kann ich das abmontieren? Ach so, das wäre ein Fallen gewesen für das Vieh. Okay, interessant. Ich bräuchte jetzt kein Schießpulver. Ja gut, Schießpulver so oder so ist immer gut, aber... Gebt mir doch am besten Schrotflintenmuni. Danke. Weil normale Muni kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Hallo? Danke. Mac-Munition, geil. So, soweit so gut, stimmt es. Na, jetzt gehe ich nochmal gucken, ob ich hier nicht was liegen lassen habe. In The Guardian. Nach dem nahtlosen Übergang des Kapitels läge es eigentlich nahe, den Mörder mit der Kamera direkt zu verfolgen. Doch bevor ihr das tut, könnt ihr noch Flux Erinnerungsfragment 8 im Pavillon etwas westlich von hier auflesen.
Oh nee. Habe ich es jetzt verkackt? Hätte ich zuerst... Naja, ganz geil. Ist ja ganz geil im... Vergesst das ja nicht, Freunde. Was will ich mit Schockbolzen? So, mein Freund, komm, ich bin sauer. Na? So, sind wir in der Beacon-Klinik oder wie? Sieht mir wieder ähnlich aus. Lebst du noch oder darf ich dich killen? Mister. Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Hat das Ding mir wirklich praktisch nichts gemacht oder habe ich das nur gerade etwa geträumt? Also war schon ein bisschen too much easy. Weil hier so viele Spritzen rumliegen. Ja, nee, ist klar. Hi. Und wer ist da drin? Willkommen im Revier von Union, oder wie? Bericht 00977, akute Strukturprobleme. Betreff Statusbericht. Erweiterungsarbeiten unterbrochen. Erhalt der ursprünglichen Karte hat oberste Priorität. Neben einer Zersplitterung von Landmasse und dem Verlust der Atmosphärenkontrolle wurde auch die Tageslichtsimulation in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde bereits gegen Maßnahmen zur Behebung von Systemfehlern eingeleitet, doch es gehen Berichte über zuvor nie kategorisierte Probleme ein. Einwohner erleiden Gedächtnisüberschreibungen. Darüber hinaus gibt es Berichte unerklärlicher körperlicher Dysmorphie und gewalttätiger Tendenzen. Bitte um Anweisungen. Ja, da hat es angefangen, ne? Na dann, gucken wir hier mal dran. Nägel wieder. Sehr cool. Hier vielleicht noch. Nein. Vielleicht hier an der Wand was. Nein. Dann gehen wir mal... Nee. Nee. Oder... Ihr könnt mich mal einschalten, ne? Ich speichere darunter. Denn falls ich noch Bock bekomme, werde ich noch nachspielen.
Okay. Denn wie man hier sieht, kann man leicht etwas vergessen und ich möchte da dann nicht wieder wegen einem Erinnerungsfragmentchen hinkommen. Ne, warum speichere ich? Ist völlig unnötig. Durchtreten. Und jetzt dem Klabautermann hinterher, oder? Oder nö. Wir haben noch einen linken Weg. Gehen wir auch zuerst mal lang. Auch wieder eine Kamera direkt auf uns gerichtet. Fühle mich. Okay. Wie hieß die Serie immer noch? Watch Me, irgendwie sowas. Ja, auf RTL 2. Und hier gibt es auch solche Musik. Ernst gerade. Und diese Beleuchtung macht einen auch krank. Aber gut. Hat hier zumindest nichts. Ja, genau. Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Ach was. Ich suche nur noch nach Schlüsseli. Falls hier auch was wäre. Aber scheinbar nicht. Ha. Wo ist der Kollege? Gegen den freue ich mich schon anzutreten. Außer er wäre auch ein Monster, dann habe ich ein Problem damit. Aber in die Fresse hauen möchte ich ihm so oder so. Na gut, hinten abgedeckt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da machen sie ein ganz schönes Tram drum. Ja, ist klar. Eine einzige Pflanze und sonst gibt es hier nichts wirklich Interessantes, oder wie? Okay. Und nun? Öffnen. Sollte ich? Mal schauen. Was soll das denn?
Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Nichts. Was habe ich übersehen? Das gleiche Kleid. Und so kommt man ohne Probleme weiter. Muss es ja auch nicht. Es ist das Dam immer noch. Da ist nie was normal gewesen. Zumindest wenn wir drinne waren. So. Die Kunstwürdigen? Na schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Was heißt kunstwürdigen? Ich hoffe, ihr konntet es lesen. Ich erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Ha. Oh Mann. Denkt sich denn sowas aus? Lily, der Kerl spielt mit mir.
Wenn meine Tochter nicht, also seine Tochter nicht mehr lebt, dann gnade dir Gott, mein Freund. Okay, Fortan ist der Modern Mobius Operatives. Der Mobius im Foyer des Rathauses noch so ein eingefrorenes Ausstellungsstück. Armer Kerl, wenn er nicht schon tot war. Von dort runtergeworfen wurde, wird er spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Noch eins. Aber was hat er vor? Also wenn der uns weiter verarscht, renne ich dem nicht mehr hinterher. Dein Ernst gerade. Jetzt dürfen wir eine Etage tiefer runter, ne? War ja klar. Na gut, gehen wir mal da unten rein. Ja, klar.
Das muss der Emitter sein. Gucken wir uns besser noch ein wenig um, ne? Aber es scheint mir, als würde es hier nichts geben. Dann gehen wir zum Transmitter und regulieren ihn. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Neustartsequenz eingeleitet. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der Ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Verdammter Wichser! Starten meine wunderschöne Obscura. Neustartsequenz eingeleitet. Sequenz in 90 Sekunden abgeschlossen. Ja, genau. Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Aha. Aha. Wo ist das Vieh? Ich muss, glaube ich, die Kamera treffen. Okay, das hat funktioniert. Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Yo. Ja, genau. Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen.
Sequenz in 40 Sekunden abgeschlossen. Das lohnt sich. Die ist viel dümmer als die alte. Dumme Pute. Ja, genau. Sonst noch irgendwelche Wünsche oder Ideen, du Schlampe? Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. Ja, jetzt kommst du nochmal. Na? Haben wir es getriggert, mein Freund? Geh liegen. Verpiesel dich. Darf ich jetzt noch... Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Ist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Vielleicht auch nicht. Das Rathaus verlassen wir gleich noch. Aber ich hatte doch hier noch ein bisschen Muni übrig. Überall. Oder war das nicht hier? Naja, gut. Ich scheiß mal drauf. Hallöle. Ein Kraut, was wir auch gerne mitnehmen. Es gibt zwei Türen. Eine, die hier lang geht, die nicht aufgeht. Dann muss fast unweigerlich die Tür hier weiterführen. Ja, komm. Gönnen wir uns eine Spritzi. Dann muss die hier nicht alleine rumgammeln. So. Und was finden wir hier Schönes? Nix. Ein Hauch von nix und ein Hauch von Dokument. Unionsgesellschaft betreff Erhalt der gesellschaftlichen Fassade. Um eine zufriedene und fügsame Bevölkerung zu gewährleisten, müssen wir bürokratische Systeme einführen und die Illusion von Produktivität verstärken. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ein Rathaus wird eingefügt, um einen Regierungssitz darzustellen. Jeder Einwohner muss eine Reihe von Lizenzen beantragen, die mehrere Formulare und entsprechende Gebühren erfordern. Inhalt noch in Arbeit, Fabrikationsteam entwickelt. Es findet eine Bürgermeisterwahl statt, bei der die Einwohner zwischen zwei Operativs unserer Wahl entscheiden können. Auf Grundlage bestehender standardisierter Wahlvorgänge aus der Realität. Neue Union-Erweiterung behält bei den Gebäuden den Americana-Stil bei, jedoch um 30% retrogradiert, damit die Einwohner ihr Zuhause optimieren und individuell gestalten können. Die neuen Maßnahmen sollten dazu beitragen, dass die Bevölkerung ruhig und angepasst bleibt. Eine gefügige Bevölkerung wird bei der Erweiterung von Union helfen, die letztlich genug Einwohnergedächtniseinheiten erzeugen wird, um Phasezeit zu erreichen. Oh nee.
unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Sag nix. Weil sie selbst keine Leute haben. No. Die gut genug sind. Das ist ein bisschen lächerlich eigentlich. Dort nehme ich das Ding noch mit. Schlusserli. Dahin möchte ich eigentlich nie wiederkommen hier rein. So. Da vorne konnte man auch noch irgendwas mitnehmen. Pistolenmuni. Wo ging man hier hin? Aha. Ja, jetzt habe ich immer noch das Problem. Wo müssen wir lang? Ach so, hier. Spritze kann ich immer noch nicht mitnehmen. Das sind etwa sicher 3 Spritzen, die ich nicht mitnehmen kann. Okay. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schau mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Das werden wir rausfinden müssen. Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Ja. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. Ja. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb. Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder...
wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet. Jetzt muss ich noch zum Pavillon. Dort war ich ja scheinbar nicht mit euch. Das ist auch was Schönes. Yeah, Mann. Was auch im Klartext bedeutet, vielleicht haben wir einen Schnellpoint. Also Schnellreisepoint geschaffen. Ja, ich habe das Anfang des Partes ein bisschen verkürzt. Ich bin schon die Leiter hochgegangen. Naja, ich speichere nur. Mehr auch nicht. Na? So, hinter dem Vorhang. So. Jetzt wird's lustig. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Und wo soll der sein? Also ich habe schon einen zweiten Computer gesehen, aber ob mir das so viel weiterhilft? Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Papa. Lily? Ich werde hier noch verrückt. Und hier kriegen wir noch eine schöne Waffe. Oh ja. Und was für schöne Sachen wir kriegen. Ha. Hier raus. Und dann weiter. Also er hört die ganze Zeit Lilly. Ob das der Wahrheit entspricht, keine Ahnung.
Dort hinten liegt auf jeden Fall was. Was ich gerne mitnehmen würde. 15 Waffenteile, haben oder nicht haben, ist hier die Frage. Jetzt renne ich zuerst mal hier oben lang. Dein Ernst gerade. War klar. So. Ach so? Ja, genau. Geh weg. Hier. Etwas für die Rübe. So. Tut mir leid. Musste sein. Ach so. Da wird es dann sicher weitergehen, ne? Gut zu wissen. So, jetzt mal gucken. Haben wir hier noch was vergessen? Zumindest eine Tür haben wir hier noch liegen. Aha. Munition oder so. Nehmen wir ganz gerne mit. Taschen verbessert. Oh yeah. Die Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Pistolenmunition mitzuführen. Jeha. Gefällt mir hart. Also hat es sich mehr als gelohnt. Sorry. Dein Kopf musste dran glauben. Und wir haben wieder ein ganz gutes Depot an Schießpulver, um notwendigerweise was zusammen zu craften. Und jetzt wird's nochmal lustiger. Wir müssen hier runter. Was mir gar nicht schmeckt. Aber machen kann ich nicht viel dagegen. Ha. Interesting. Wer ist denn da durchgelaufen? Wow. Was zum Teufel ist das? Das ist die andere Frage. Zumindest steckt man fest, wenn man drin ist. Ein bisschen. Ist wie Treibsand oder so. Oder zumindest wie Kleber. Eine Art. Mit was für einem Boss kriegen wir es denn hier zu tun? Glibberfrosch oder wie? Aha. Interessant. Hör dir doch mal selbst zu, Myra. Eine Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber... Sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren... Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Myra, du hattest mit allem recht. Aber warum sehe ich das jetzt? Keine Ahnung. Warum du das genau jetzt siehst? Wahrscheinlich, weil alles darauf hindeutet, dass deine Frau
einfach dann hinter alles gekommen ist und so. Und dann selbst mitgemacht hat. Keine Ahnung. Was zum Geier war das? Und wo sind wir hier? Globschi 2.0. Ich kotze gleich im Strahl, ne? Oh Gott, wie groß dieses Ding ist. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Hä? Und wie soll das gehen? Ja, klar. Ja, genau. Genau. So. Fresse halten. War klar. Schleichen ist nichts für uns. War klar. Ich muss verdammt noch mal hier raus. Was du nicht sagst. Vor allem Dingen, wenn ich es nicht wegkriegen kann. Hättest du mir jetzt gesagt, ich darf draufknallen, dann hätte ich es gemacht. Mysteriöses Wackelkopf. Also mysteriöser Wackelkopf. Du hast das Gefühl, dass du schon mal... Dass das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, als beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Ja, nee, ein Andenken, ein Easter Egg, ist klar. Ein Easter Egg. Also ich kenn's eigentlich nur von Fallout. Aber gut. Dürfen wir jetzt gegen dich antreten? Naja. Auf jeden Fall brauchst du noch mal eins zwischen die Augen. Oder auch nicht. Was sind das für Quicktime Events? Ich dachte, der Ort sollte verdammt noch mal stabil sein. Stabil, ja, aber wie stabil hat niemand gesagt. Oder sehe ich da etwa was falsch? Ha. Dann gibt's nur einen Weg. Vor allem Ding, wenn die Türen alle zu sind. Ha. Nicht mal Scheiben einschlagen kann man. Na dann. Ja, wir sind drin. Oder so. Jemand hat mich beobachtet. Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Keine Bewegung. Sie sind von Morbius, oder? Mund halten! Sagen Sie kein... Bevor jetzt irgendwas kommt, ich calle, dass es seine Frau ist. Wer denkt im Augenblick dasselbe? Schreibt's in die Kommis. Und jetzt 3, 2, 1, jetzt geht's weiter, Freunde. Denn ich wollte, bevor sie, also diese Person aufgedeckt wird, noch einfach meine Idee jetzt reinschmeißen. Weil,
Und Zuckerarsch hat ja auch noch gesagt, wir werden mit jemandem zusammenarbeiten, den wir kennen scheinbar. Und er, also besonders erwähnt. Sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman schickt mich. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sie lügen. Sebastian Castellanos ist tot. Was? Nein. Wer hat das gesagt? Umdrehen. Und zwar langsam. Sie sind Yukiko Hoffmann. Woher kennen Sie meinen Namen? Mobius hat mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Ich weiß. Wirklich? Fehlende Mikroexpressionen und Abweichungen. Kein Nachplappern. Ich habe genug gesehen. Sie sagen die Wahrheit. Richtig. Die Teampsychologin. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Kampf ist nicht meine Stärke. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe. Jetzt schicken Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Habe ich. Aber der einzige Überlebende ist O'Neill. Liam lebt? Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Und ich glaube, schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stam so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Sie sind doch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihm vielleicht wichtig sein könnte? Ja. Er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzugreifen. Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Das merke ich mir. Aber erst muss ich ihn schnappen. Er hat sich im Theater verkrochen. Okay. Also Ausgang D5. Er ist hier. Gleich im nächsten Zimmer. Bleiben wir über unsere Kommunikatoren in Kontakt. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche Informationen. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so. Er wird wohl schwierig zu bekämpfen sein. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Oder war das nur Teil Ihres Lügendetektortests? Tut mir leid. Aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht zu genießen. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Ja, vielleicht. Aber was, wenn ich sie endlich finde? Keine Sorge. Sie wird ihren eigenen Augen Glauben schenken. Wenn Mobius Psychopathen aus dem Stam fernhalten wollte, warum ist einer hier gelandet? Keine Ahnung. Jede Person im Stam hat vor dem Einsatz eine Reihe psychologischer Tests durchlaufen. Und wir haben sie von hier aus überwacht. Heimlich. Um labiles Verhalten zu erkennen. Das hat ja super funktioniert. Leider sind Psychopathie und Soziopathie unglaublich schwer zu diagnostizieren. Psychopathen sind oftmals gerissen und hochintelligent. Wenn sie ihre Diagnose kennen, können sie sich leicht verstellen. Dass er uns getäuscht hat, zeigt Folgendes. Er ist geschickt und selbstbewusst. Auf beunruhigende Art. Großartig. Die Tests haben also nur die schwächsten Psychos ausgesondert. Ich fühle mich verantwortlich dafür.
Ich habe die Tests mitentwickelt. Sie sagten, Ihrer Meinung nach steckt mehr dahinter? Ich habe mich mit dem Beacon-Vorfall befasst, um eine weitere derartige Katastrophe zu verhindern. In dem Fall war die fragliche Person der Kern. Trotzdem blieb die Umgebung relativ intakt. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Wie meinen Sie das? Die Kreaturen hier drin. Der Zerfall von Union. Der Ausfall der Kommunikation mit Mobius. Das ist sehr viel für eine Person. Selbst mit der Macht des Kerns. Er hat jemanden erwähnt. Eine andere Person, die die Macht des Kerns wollte. Das könnte bedeuten... Nein. Das ist ein zu furchtbarer Gedanke. Was? Nur eines könnte mächtiger als ein Psychopath hier drin sein. Aber ich muss noch weiter forschen, um die Theorie zu bestätigen. Übrigens. Ja gut, hätten wir die Teampsychologin jetzt im Schlepptau. Sehr gut. Gibt es hier drinnen Kaffee für uns? Oder so? Ja, die 20 Teile machen den Braten nicht fett. Sind zwar cool, aber wenn es jetzt wirklich schon gegen den Maestro persönlich geht, naja. Dann muss ich ehrlich sagen... What the fuck? Was will ich damit? Dann sollte eigentlich hier auch ein Spiegel sein. Rote Flüssigkeit, rote Flüssigkeit. Ne, Schießpulver. Okay. Es gibt zwei Türen. Oder ist das dort hinten der Spiegel, den ich so vermisst habe? Jo, es war der Spiegel, den ich vermisst habe. Dann habe ich nichts gesagt. Hallöle, kann ich nochmal kurz an den Projektor? Vielleicht habe ich schon wieder neue Bilder. Meine gute Katzendame. Ja, habe ich. Komm schon. Sie ist ein Bild. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir noch nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen. Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Nein, aber er hätte seiner Frau mehr Glauben schenken können. Weil ich meine, es kann ja nicht sein, dass er seiner Frau nicht glaubt oder irgendwie sie als verrückt abstempelt. Da verstehe ich sie voll und ganz. Schön, Sie wiederzusehen. Hi, Tati. Darf ich mal auf diesen Schrank zugreifen? Wir haben zwei Schlüsseli. Einmal jetzt hier mache ich auf. Ja, was will ich damit denn? Dann nehme ich noch die goldene rechts. Yes, Waffenteile 150. Das hat sich definitiv gelohnt. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Gel ich habe. 7000, damit kann ich mir trotzdem noch was gönnen. Sagt Tati eigentlich was, wenn wir sie nochmal ansprechen? Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Nein. Ich muss dich immer wieder ansehen. Und mit dir reden. Sie wirken entspannter, Detective. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt zu anderen, wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir.
So, das hätten wir. Gefällt mir sogar hart. Und ja, dann speichern wir hier und machen im nächsten Part weiter, Freunde. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tödelö. Oh Mann, was für eine Scheißnarbe.